Die Zelle ist der Grundbaustein des Körpergewebes. Auch unsere mehrschichtige Haut ist aus einer Vielzahl von Zellen aufgebaut. Alle Bestandteile und Vorgänge, die für das Leben notwendig sind, beinhaltet die Zelle. Schützend umgibt das Ganze eine Hülle, eine Membran. In der Zelle spielen sich ohne Pause komplizierte chemische Umsetzungen ab, die die Lebensenergie entstehen lassen. Dazu ist Sauerstoff aus der Luft ständig nötig. Er wird von roten Blutkörperchen in den Adern herangebracht und erreicht durch die Membran sein Ziel, das Innere der Zelle. Sauerstoff ist also eine Quelle des Lebens, ein Freund. Wird er in seinem Aufbau verändert, wirkt er als Gift. Es entsteht der bedrohliche Feind. Solche Veränderungen erfolgen laufend in beängstigender Fülle, im Körper durch Funktionsfehler und außerhalb durch Strahlung, durch Smog, Ozon, durch Rauch, Staub, durch Gifte jeglicher Art. Dieser feindliche Sauerstoff wird als freies Radikal bezeichnet. Er kann die Zelle zerstören. Sie stirbt. Tausendmal pro Tag muss die Zelle Treffer durch freie Radikale überleben. Das vermag sie nur durch ein Verteidigungssystem, das vor allem in der Membran selbst sitzt und das als Radikalfänger oder Antioxidanz benannt wird. Vitamin E ist ein entscheidender Hauptbestandteil dieses Verteidigungssystems. Verstärkte Zufuhr von Vitamin E in die Zellmembran ermöglicht, dass der lebensnotwendige Sauerstoff ungehindert in die Zelle passieren kann, der zerstörende aber abgewiesen wird. Gesundheit und Leben der Zelle bleiben erhalten.